Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LDD Smart Home. Ja, im heutigen Video möchte ich euch mal kurz den Einsatz von Variablen in Grafana zeigen. Das Ganze an einem einfachen Beispiel, damit man es auch einfach versteht. Bevor ich loslege, nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe vor ein paar Tagen einen neuen YouTube-Kanal aufgemacht, der sich mit dem Thema Fahrradfahren, Fahrradwartung, Fahrradreparatur und so weiter beschäftigt. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch auf dem Kanal auch begrüßen könnte, denn aller Anfang ist mich, wie ich wieder feststellen musste, extrem schwierig, den YouTube-Algorithmus davon zu überzeugen, die Videos zu empfehlen. Das ist der Horror, kann ich euch sagen. Okay, genug Werbung. Ein Link zu dem zweiten Kanal gibt es hier oder hier oder hier. Je nachdem, wo Platz ist, würde mich, wie gesagt, sehr über eure Unterstützung freuen. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, legen wir sofort los und wechseln auf den PC. So, um loslegen zu können, müssen wir natürlich zuerst mal ein neues Dashboard erstellen. Ich habe upgedatet, das heißt, ich bin auf der aktuell neuesten Version, zumindest was den Stand heute angeht, 21.10.2023. Die neue Version sieht ein bisschen anders aus wie die, beziehungsweise die 10er Version sieht ein bisschen anders aus wie die 9er Version, aber die Grundfunktionen sind gleich geblieben. Okay, also wir fügen ein neues Dashboard hinzu. Edit Visualization, wählen unsere Datenbank aus und haben dann unser Fenster für die Flux-Sprache. Okay, ich füge zuerst mal einen einfachen Code ein, einfach damit ich euch ein Beispiel zeige und dann gehen wir das Ganze auch nochmal gemeinsam durch. So, das ist jetzt mein Startcode oder mein Beispielscode, einfach nur, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe hier den Zählerstand unserer Wärmepumpe und multipliziere den hier unten mit 0,3214 Euro, beziehungsweise mit dem Wert 0,3214. Das ist der aktuelle Strompreis bei uns. Und das Ganze wechsle ich, weil das jetzt diese Diagrammform nicht wirklich passt, wähle ich hier dieses State aus. Ich möchte einfach nur mir den Wert anzeigen lassen und ändere hier noch mal ein paar Kleinigkeiten ab. Das heißt, hier den Graphen brauchen wir nicht. Die Farbe ändere ich auch noch. Na, wo ist die Farbe? Lange nicht mehr damit gearbeitet. Hier unter Color Theme sagen hier Single Color und wähle mir hier diese Farbe aus. Und zu guter Letzt noch die Unit. Es handelt sich ja um Euro, also schreibe ich hier Euro rein. Ich möchte nicht das hier haben, weil wenn ich das hier reinschreibe, dann kommt dieses 1,61k und das möchte ich nicht. Also wähle ich hier einfach nur Euro aus und sage Custom Unit und dann wird mir hier 1608 Euro. Also das ist der normale Weg, wie ihr normalerweise so etwas berechnet. Ihr habt euren Wert, multipliziert den hier unten mit der Map-Funktion mit eurem Wert. Müsst immer dran denken, dass ihr ganze Zahlen verwendet, das heißt nicht nur 1, sondern 1.0, nicht 2, sondern 2.0 und so weiter. Das heißt, ihr müsst immer mit einem Punkt arbeiten. So, das ist jetzt unser erstes Diagramm. Das ist einfach nur zur Kontrolle, damit das Ganze funktioniert. Ändern hier nochmal den Titel, das habe ich vergessen. Stromkosten gesamt. Das sind unsere gesamten Stromkosten, seitdem die Wärmepumpe angeschafft wurde. Wir nehmen jetzt einfach dieses Beispiel, sagen PD, also für duplizieren, oder ihr geht hier auf die Punkte, More, und sagt hier Duplicate. Passiert genau das Gleiche. Gehen wieder rein und ändern den Code nochmal kurz ab. Denn das hier ist der Wert bzw. die Kosten für den gesamten, für die gesamte Laufzeit der Anlage. Und ich möchte jetzt einfach nur Stromkosten für das Jahr haben, so. Und dafür muss ich den Code ein bisschen abändern. Ich importiere den einfach wieder. Also das Gleiche wieder. Diesmal arbeiten wir mit Difference. Falls euch das noch gar nicht sagt, Difference, Sum und so weiter, dann verlinke ich euch hier oben oder hier oben nochmal ein Video zu dem Thema. Da hatte ich das Ganze nochmal ausführlich erklärt. Guckt euch das an. Ansonsten, wenn ich das hier auch noch erkläre, dann sind wir morgen noch nicht fertig und die Videos werden isch und viel zu lang. Okay.
Also jetzt haben wir, das hier ist jetzt der Wert für das aktuelle Jahr. Ihr seht es, 950 Euro im aktuellen Jahr. Und das haben wir durch diese Difference-Funktion hinbekommen. So, Überschrift passt, das passt auch. Jetzt kopieren wir das nochmal, damit wir jetzt Variablen, beziehungsweise das Ganze machen wir jetzt einmal mit Variablen. Beziehungsweise bevor ich das mit Variablen zeige, machen wir das nochmal ein kleines Stückchen anders. Ich nehme hier diese Map-Funktion raus, dann kommt hier dieser Wert, 2955. Und das sind jetzt nicht Euro, sondern Kilowattstunden. Auch hier verwende ich Custom Unit. Einfach nur, damit ich euch später einen Kontrollwert zeige. So, jetzt vergessen hier den Namen umzuerden. Dann, das sind nicht die Stromkosten, sondern Strom oder Zählerstand. So, in diesem Jahr 2900 Kilowatt verbraucht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Einsatz von Variablen. Also kopieren, gehen wieder rein mit der Taste E und ändern das hier jetzt ab. So, der restliche Code, der kann im Endeffekt so bleiben. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist hier die Variable verlinken. Das heißt, wir sagen hier Dollarzeichen und dann, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Affenklammer oder sowas, Affenklammer, geben den Namen der Variable an, also Strompreis in meinem Fall. Und Affenklammer wieder zu. Also so sollte das Ganze aussehen. Jetzt meckert er hier natürlich, weil wir noch gar keine Variable angelegt haben. Aber das ist kein Problem. Wir sagen hier zuerst mal speichern. Und dann geht ihr hier auf eure Dashboard Settings drauf. Auch in der alten Version ist es so. Und dann gibt es einen Punkt, der heißt Variable. So, sagen Edit New Variable oder hinzufügen einer neuen Variable. Wichtig, diese Variable ist nur in diesem Dashboard vorhanden, wo ihr gerade arbeitet. Das heißt bei mir in diesem Dashboard, was den coolen Namen New Dashboard trägt. So, als erstes müssen wir den Variablen-Typ ändern. Das heißt, wir sagen hier zuerst mal Custom. Es gibt hier noch mehr Arten von Variablen, aber auf die möchte ich jetzt in diesem Beispiel nicht eingehen. Können wir gerne im nächsten Video machen. So, sagen hier Custom Variable, geben hier einen Namen. Wir haben ja gesagt, das Ganze soll Strompreis heißen. Label lassen wir so, wie es ist. Description brauchen wir auch nichts. Und dann müssen wir hier den Wert eingeben. Wir machen es jetzt zuerst mal so, wir geben einen Wert ein wie 1.0, um das Ganze zu kontrollieren. 2.0, um das Ganze zu berechnen, damit wir sehen, dass es funktioniert. Und einmal unseren Strompreis 0,3214, beziehungsweise nicht Komma, achtet drauf, das muss ein Punkt sein. Also 0,3214. Und nochmal als Beispiel, wenn der Strompreis zum Beispiel 0,4 Euro wäre. Okay, also wir haben jetzt hier vier verschiedene Punkte. Sagen hier Apply. Hier werden uns die Werte angezeigt, so wie sie später angezeigt werden im Dashboard. Sagen Apply. Gehen wieder zurück auf unser Dashboard. Und dann haben wir hier einen Reiter, der Strompreis heißt. Und hier können wir das Ganze ändern beziehungsweise auswählen. Das heißt, wir könnten hier jetzt sagen, Strompreis von 2 Euro, dann würde er das hier anzeigen. Strompreis von 1 Euro, würde er das anzeigen. Und dafür habe ich dieses Dashboard gemacht, einfach damit wir sehen, wie der Zählerstand ist. Der Zählerstand ist ja 2955 Kilowatt. Und wenn der Strompreis 1 Euro betragen würde, wären das halt 2955. So können wir sehen, dass das Ganze auch funktioniert. So, und jetzt geben wir unseren Strompreis, aktuellen Strompreis ein, also 0,3214 und auch hier wieder passt es. Und wenn der Strompreis 0,4, also 40 Cent wäre, dann wäre das unser Betrag für dieses Jahr. So, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, wie ihr Variablen verwenden könnt. Falls ihr die anders verwendet oder für was anderes verwendet, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar, damit ich weiß, für was ihr Variablen einsetzt. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Und im nächsten Video gucken wir uns wieder was anderes an zum Thema Grafana oder was auch immer. Bin mir da noch nicht ganz so schlüssig, wie das zweite Video dieses Jahr aussehen sollte. In diesem Sinne, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.